Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Rahmen des Weihnachtskalenders. Heute haben wir den 19. Dezember. Wir öffnen ein weiteres Türchen, um Sie in die Mysterien der vedischen Astrologie näher einzuweisen. Und zwar geht es heute darum, wie man den Aszendenten oder das Horoskop so drehen kann, um vom Mond aus ein Horoskop deuten zu können. Denn in der vedischen Astrologie ist nicht das Sonnenzeichen so wichtig, sondern die vedische Astrologie ist eine mondbasierende Astrologie und deswegen hat der Mond hier einen größeren Stellenwert als wie die Sonne. Und so gibt es eine Technik in der vedischen Astrologie, dass man ein Horoskop so drehen kann, dass sich der Mond im ersten Haus befindet, wodurch erstaunliche Erkenntnisse über den eigenen Lebensweg, die eigene Persönlichkeit, die Lebensaufgabe oder bestimmte Konstellationen offenbart werden. Und das ist auch der Grund, warum es wirklich erstaunlich ist, zu welch tollen Lesungen und Deutungen indische Astrologen oft kommen, selbst wenn man ihnen eine ungenaue Geburtsurzeit gibt. Denn dann kann man hergehen und zumindest ein Horoskop machen, wo man den Mond in den Aszendenten tut. Und falls sich der für den ganzen Tag nicht verschiebt, was natürlich gegeben sein kann, aber oft bleibt er auch den ganzen Tag gleich in einem Zeichen oder die meiste Zeit, dann bekommt man auch hervorragende Ergebnisse, die zu wirklich tollen Erkenntnissen führen. Und das möchte ich Ihnen mal ein bisschen vormachen. Dann können Sie auch anhand Ihres vedischen Horoskops herumdrehen, beziehungsweise auch mit Angehörigen. Und der Mond vielleicht nochmal kurz an der Stelle ist ebenso wichtig, denn der Mond repräsentiert das, was uns Menschen wesentlich ausmacht. Ja, wir Menschen haben eine Seele, das ist das Göttliche, das ist die Sonne, aber wir haben auch ein Gemüt. Ja, in Sanskrit sagt man Manas dazu. Und das Manas, das ist diese Idee der getrennten Ichheit, das Ego. Da gehört auch der Intellekt hin, die Gefühle hin, das Denken hin, der Geist hin. Und beides zusammen, Sonne und Mond, macht den Menschen aus. Ja? Sie merken auch schon in dem Wort Mensch, da steckt auch die Wortwurzel im Englischen man drin, die wir auch im Begriff Mond wiederfinden. Ja? Also Mond hat auch die Verbindung zum Menschen. Und in der vedischen Philosophie, in dem Mysterienwissen der vedischen Hochkultur ist ja auch verankert, dass die Ahnen vom Mond kommen. Ja, das bedeutet, der Mond ist ein Portal, ein Tor, wo unsere Ahnen nach dem Tod hingehen. Ja, da sagt man ja, das ist die Ebene Pitriloka, ja, die Ebene der Vorfahren. Aber der Mond gibt auch Leben, ja. Deswegen ist es aus Sicht der vedischen Hochkultur auch nicht nachvollziehbar, warum dort oben am Mond, so wie uns erklärt wird, nur Stein sein soll und Staub und keine Atmosphäre und nichts, weil der Mond repräsentiert eigentlich das Leben. Aber gut, wollen wir jetzt nicht näher einsteigen, sondern wir wollen uns jetzt mal das anschauen, zu welchen Erkenntnissen wir jetzt in der Lage sind, wenn wir ein Horoskop so drehen, dass der Mond im Aszendenten ist. Ja? Und da wir ja jetzt eine Zeit haben, wo wir etwas mehr zu Hause sind, wo wir mehr auf uns zurückgeworfen sind, ist es doch gut, wenn wir Möglichkeiten haben, wie wir mehr über uns, unseren Lebensweg, über unseren Lebenssinn, über unsere Position in der Welt herausfinden können. Und deswegen steigen wir jetzt ein. Das war jetzt nur eine kurze Einleitung. Ich habe hier mal als Ersten den Gründer der ISKCON-Bewegung, den Gründer der Hare Krishna-Bewegung. Das ist Srila Prabhupada. Das war ein
indischer Meister, Guru aus dem vergangenen Jahrhundert, der die Hare Krishna-Bewegung in den Westen brachte. Er erreichte unglaublich viel, weil es wurden weltweit 108 Tempel gegründet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo Tag und Nacht Menschen und Mönche diese Mantel rezitieren, um ihr Bewusstsein auf Gott auszurichten. Er hat viele vedische Literatur ins Englische übersetzt, ja, damit es für uns verkopfte Westler auch verständlich ist. Und insofern hat er sehr viel beigetragen, das Bewusstsein von Gott oder von der allmächtigen Kraft von Vishnu, Krishna, ja, wieder uns mehr daran zu erinnern. Jetzt habe ich hier sein normales Horoskop, also noch nicht gedreht auf den Mond. Und wenn wir das jetzt so normal lassen, ja, dann sehen wir hier, aha, er ist Aszendent Steinbock, okay, Sonnenzeichen ist die Jungfrau, ja, alles schön und gut. Und wir wollen aber jetzt nicht sein Horoskop deuten, wenn wir es vom Aszendenten aus betrachten, sondern wir wollen das jetzt so drehen, dass wir den Mond in den Aszendenten tun, ja. Das machen wir jetzt mal. Ich meine, hier mit der Software ist es leicht. Wenn Sie eine Zeichnung machen von Ihrem Horoskop, dann müssen Sie halt den Chart einfach so drehen, ja, dass Sie jetzt das Zeichen, wo der Mond darin ist, ja, jetzt im ersten Haus ist. Ja. Der Aszendent ist immer hier oben in der indischen Astrologie. Das ist das erste Haus in der nordindischen Chartdarstellung. Und die kleinen Zahlen interessieren uns jetzt alles nicht, sondern das ist das erste Haus, zweite Haus, dritte Haus, vierte Haus, fünfte Haus, sechste Haus, siebte Haus, achte Haus, neunte Haus, zehnte Haus, elfte Haus, zwölfte Haus. Und jetzt schauen wir uns mal sein Leben oder seine Persönlichkeit so an, wenn wir jetzt das Horoskop vom Mond aus betrachten. Gleich fällt auf, Mond im Zeichen Zwillinge, im Aszendenten, macht ihn schon mal unglaublich fähig, auch was so das Thema Autorentätigkeit angeht, ja, weil das ist hier in der indischen Astrologie eine Autorenkombination, wenn man hier Mond mit Merkur so in Verbindung hat. Er hat ja seine Texte zur Übersetzung die meiste Zeit diktiert, also angeschafft, übersetzt das, und er hat sich einfach hingesprochen und das alles nur geredet, dass es andere aufschreiben müssen. Das kann man hier auch gut erkennen. Ne? Hier haben wir Mars, den General, der diktiert, schafft an. Und wir können ihn schon mal eben als Persönlichkeit mit seinen großen schriftstellerischen Fähigkeiten, aber auch den vielen Vorträgen, die er gehalten hat, was er auch alles organisiert hat, um das aufzubauen, können wir hier sehr gut schon mal erkennen mit diesem Zwillingsaszendenten. Jetzt gehen wir aber weiter. Dann sehen wir zum Beispiel, dass er Rahu, ja, das Rahu ist ja immer ein Punkt im Horoskop, der hat was zu tun mit der Lebensaufgabe, ja, wo man sich hin entwickeln möchte, worauf man das Bewusstsein besonders stark hin ausrichtet. Das hat er hier im 9. Haus stehen. Ne? Sie müssen immer so zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja? Immer hier so rum und dann sind wir hier im 9. Haus. Da hat er Rahu darin. Das 9. Haus ist das Haus Gottes, sagt man in der vedischen Astrologie, denn es ist das günstigste Haus. Es steht für Religion, es steht für Ethik, es steht für die heiligen Schriften, es steht für den Guru, es steht für Pilgerreisen, es steht für Lehren. Und nachdem er Rahu hier herin hat, ja, drückt es auf, dass dies für ihn in seinem Leben ein ganz besonderer Fokus ist. Bestätigt auch genauso war es in seinem Leben, ja. Oder lassen Sie uns weitergehen. Schauen Sie mal hier. Jupiter übrigens ist sein Seelenplanet, ja, weil seine Seele wird deshalb durch Jupiter beschrieben, weil der Jupiter der Planet mit der höchsten Gradzahl ist, ja, hier 24, 26. Das heißt, Jupiter repräsentiert auch ihn. Außerdem herrscht Jupiter über das 10. Haus. Das 10. Haus steht für die Arbeit, für die Taten, die wir vollbringen.
Und der steht im dritten Haus. Das heißt, er oder seine Arbeit, zehntes Haus, wird stark verbunden mit dritten Haus. Und was ist das dritte Haus? Ja, das ähnliche wieder wie Zwilling, weil Zwilling ist ja auch das dritte Zeichen. Schreiben, Vorträge halten, kommunizieren, informieren, reisen. Das ist also hier nochmal ganz betont der Zwilling letztlich dadurch. Oder womit hat der Vortrag auch zu tun? Sie sehen hier die Konjunktion mit Ketu von Jupiter. Ketu ist der spirituellste Planet im Horoskop. Ja? Spirituelle Praktiken, die ein Mensch ausübt, werden angezeigt durch das fünfte Haus. Da hat er die Waage darin. Ja? Bitte stören sich an die kleinen Zahlen nicht, weil wir müssen jetzt einfach die Felder lesen, gezählt vom Mond aus. Und jede Raute hier ist ein Haus. Ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Im fünften Haus hat er die Waage dann. Seine spirituelle Praktik wird durch die Waage beschrieben. Was ist die Waage? Das ist ein venusisches Zeichen, steht für Bhakti-Yoga, die liebevolle Hingabe. Wem möchte er diese liebevolle Hingabe widmen? Jetzt steht da der Merkur darin. Merkur repräsentiert in der vedischen Astrologie Vishnu und Krishna ist ja eine Verkörperung oder ein Avatar Vishnus. Seine Lebensaufgabe, neuntes Haus, hat auch was mit dem Ausland zu tun, weil Rahu, also das neunte Haus steht für die Lebensaufgabe und da steht der Rahu darin. Rahu steht auch für das Ausland. Also es war für ihn vorgesehen, dass er auch etwas tut, was mit dem Ausland zu tun hat. Und ich meine, es war natürlich schon eine große Sache für einen indischen Guru in den 60er Jahren Übersee zu fahren mit wenig Geld in der Tasche oder fast kein Geld und dort mit dem Lehren zu beginnen. Das war jetzt mal ein Beispiel. Ja. Wir könnten da noch viel tiefer gehen, aber wir wollen es ja jetzt nicht, sage ich jetzt mal, ausdehnen, weil da gäbe es noch sehr viel zu sagen, sehr, sehr. Vielleicht noch ein Hinweis. Er hat ja sich von seiner Frau dann losgesagt und von seinen Bindungen, weil er in den Stand der Entsagung eingetreten ist. Und da sehen Sie ja, ne, die Frau wird als Jupiter bezeichnet, weil die ist hier im siebten Haus, okay? Ist ja im Schützen, also repräsentiert der Schütze, die Frau. Und der Herrscher von Schütze ist Jupiter. Und er sitzt hier zusammen mit Ketu im schwierigen dritten Haus. Das bedeutet, Ketu, da wird etwas beendet, ja. Und Ketu, wie auch Jupiter in Haus 3, deuten hier auch hin, dass es damit eine Veränderung gibt mit dem Partner. Ne? Und das Ganze ist ja auch im Zeichen Löwe. Löwe ist ein sonnenregiertes Zeichen. Das weist hier auch hin auf die Sonne, die ja ein trennender Planet ist. Und wenn Sie jetzt noch näher schauen, Sonne hier in Verbindung mit Venus, Sonne trennender Planet. Und diese Trennung hat womit zu tun? Mit Jupiter, weil das ist die Frau. Und dann haben wir hier auch noch mal die Venus. Das ist ja auch die Ehe. Und so können wir das eben hier erkennen. Und das ist jetzt alles nur vom Mond aus gelesen. Ja, es ist also wirklich erstaunlich. Wir machen jetzt noch ein zweites Beispiel. Nehmen wir an Donald Trump. Donald Trump, aktuell in aller Munde. Und hier haben wir ihn, ganz normal, Aszendent Löwe. Ja, jetzt, das ist also nicht auf den Mond gedreht. Ein knapper Löwe. Er hat Seelenplanet Mars. Okay, und jetzt machen wir auch hier Folgendes. Ja, jetzt drehen wir seinen Chart auf den Mond. Sie sehen schon, der Mond wäre normalerweise hier unten im fünften Haus im Schützen. Aber wenn wir jetzt das Horoskop drehen, dann müssen wir hier einfach ja, das so zurückdrehen oder, ja, oder nach vorne drehen, wie Sie wollen, dass der Schütze hier oben reinkommt. Ja, dann haben wir einen Schützen im ersten Haus, dann haben wir einen Steinbock im zweiten Haus, Wassermann im dritten Haus und rund. Ich kann es hier mit der Software machen, ich muss nicht malen, sonst wird es jetzt auch zu lange dauern. Ich möchte Sie nicht langweilen in dem Video, sondern Sie informieren. Jetzt gehen wir hier einfach auf die 5.
Zack. Und schon haben wir Donald Trump sein Mondhoroskop. Und Sie sehen, Mond ist hier jetzt im ersten Haus im Zeichen Schütze, zusammen mit Ketu. So, was offenbart uns jetzt das Mondhoroskop von Donald Trump? Es offenbart uns schon einmal, dass er auch, wenn wir das Horoskop vom Mond aus deuten, eine feurige Person ist, weil normalerweise hat er Aszendent Löwe, aber jetzt mit Mondaszendent hat er Schütze, was auch ein Feuerzeichen ist. Das bedeutet, das erhärtet nochmals deutlich, dass er eine feurige Person ist. Okay? Dann gehen wir weiter. Dann sehen wir, dass der Mond das achte Haus beherrscht, mit einem Haufen Planeten darin. Und das achte Haus steht für große Veränderungen. Ja? Und nachdem der Mond hier im Aszendenten ist, bedeutet das, dass er durch einige sehr, sehr große Höhen und Tiefen hindurchgehen musste in seinem Leben. Und das ist auch geschehen, weil wir wissen auch, dass er ja ganz große Veränderungen in seinem Leben erlebt hat, schon mal allein dadurch, wenn Sie sich vorstellen, aus der Wirtschaft raus und dann in die Politik rein, ist ja auch eine 180-Grad-Drehung. Das sehen wir auch hier, dass sein Lebenspfad eben sich mehrfach gewaltig verändert. Außerdem ist es so, dass er sehr gerne in der Öffentlichkeit ist, weil schauen Sie mal hier, die Sonne, das ist ja auch immer die Person, steht zusammen mit Rahu im siebten Haus. Das heißt, er liebt es, in der Öffentlichkeit zu sein. Ja? Wenn ich jetzt zurückgehe auf den Aszendenten, dann habe ich Sonne und Rahu im elften Haus und das elfte Haus ist wie das siebte Haus, was wir beim Mondhoroskop gesehen haben, ein Wunschhaus, wo es um Ansehen geht, ich möchte gesehen werden. Und so sehen wir das doppelt bestätigt. Ja? Auf das wollte ich hinaus. Drehen wir wieder um. Also, das ist eindeutig klar, er sonnt sich in der Menge, er mag das. Und wir schauen weiter. Was ist ganz interessant, ja, man sieht ja immer mehr, je länger man hinschaut. Schauen Sie sich das an. Jupiter, der Herrscher seines Aszendenten, weil er ist ja dann Schütze, wenn ich Mond hier habe, sitzt im elften Haus dann, im Haus des Einkommens, der Gewinne, aber auch des Ansehens. Ja? Er möchte Ansehen haben. Wenn wir wieder zurückdrehen, zack, hat er Sonne und Rahu darin. Die Sonne ist dann auch der Herrscher seines Aszendenten, auch im elften Haus. Zweimal bestätigt sich Ansehen, Titel, ja, ich bin Präsident, ja, ist ihm wichtig. Ist nichts Schlimmes, ist ja auch nicht so leicht, dieses Amt zu bekommen. Wir können es ja mal versuchen, ja, schon ein bisschen anstrengend für uns, aber er hat es hingekriegt. Und, oder ein anderes Beispiel. Nehmen wir jetzt mal das siebte Haus hier, oder wir machen es so, wir gehen aber zurück, normaler Aszendent, okay? Eine Ehefrau, eine Partnerin ist das siebte Haus, ja, weil das siebte Haus hier im Wassermann drückt also aus, dass Saturn, weil Saturn regiert das siebte Haus, eine Partnerin, eine Ehefrau beschreibt. Was ist mit dem Saturn? Der steht schlecht im Krebs im Haus 12. Das heißt, Verlust der Ehefrau, okay? Weil das zwölfte Haus steht für Trennung, Loslassen, Verluste, ja, vielleicht auch für Heimlichkeiten. Gut, wollen wir nicht tiefer einsteigen. Jetzt drehen wir wieder den Chart auf den Mond. Zack, zack. Was passiert jetzt? Jetzt wird die Ehefrau durch den Zwilling dargestellt. Wir haben die Sonne darin. Die Sonne ist ein trennender Planet. Rahu bringt auch Schwierigkeiten in Partnerschaften. Zwilling wird regiert von Merkur. Der sitzt im achten Haus. Das achte Haus ist das Haus der ja, auch das, wo eben mal Beziehung kaputt gehen kann, zusammen mit Saturn, einem trennenden Planeten. Und Venus ist ja auch hier, Venus regiert auch das schlechte sechste Haus. So sehen wir viele schlechte Energien auf den Merkur, der ja der Herrscher des siebten Hauses ist. Er hat, glaube ich, auch zweimal oder dreimal geheiratet, habe jetzt nicht nachgeschaut, aber das wäre sicher so, weil wir hier das recht genau erkennen können.
Nun, was können wir noch beispielsweise daraus ableiten? Nun, vielleicht auch das noch, ja, man sieht noch viel mehr. Ja, ich muss jetzt abkürzen, die Zeit verfliegt immer so. Das fünfte Haus im Horoskop in der indischen Astrologie steht für die eigenen Inspirationen, also da, wo wir von unserer Quelle empfangen, ja, wir tun sollen im Leben, wenn wir mehr und mehr angebunden sind und von innen her geführt werden, okay? Inspiration heißt ja auch einhauchen, das wird uns eingegeben. Und je besser wir in unserem Unterscheidungsvermögen sind, umso mehr können wir auch wahrnehmen, wann es auf einer göttlichen Inspiration basiert und nicht auf irgendwelchen Geplapper unseres begrenzten Intellekts oder einer Konditionierung durch die Gesellschaft oder einer Programmierung durch die Medien und so weiter. Ja? Und er hat aber recht gute Inspirationen, weil dieser Mars, der ja das fünfte Haus regiert, das fällt ja hier in den Widder, gut steht im neunten Haus, im Löwen, diesem Feuerzeichen. Was bedeutet es? Seine Inspirationen, fünftes Haus, laut Mondhoroskop, haben zu tun mit dem neunten Haus. Was ist das neunte Haus? Das neunte Haus, wenn gut ist, ja, und ich meine, Mars fühlt sich hier wohl im Löwen, hat was mit Rechtschaffenheit zu tun oder mit Gerechtigkeit oder mit der Moral. Ich sage jetzt nicht, dass der Donald Trump ein Heiliger ist, ja, aber Sie wissen, jeder kann sich auch verändern und sich bessern. Und er hat diese Seite auch. Schauen wir zurück, wie ist es normal? Dann sehen wir auch, dass das neunte Haus, was eben für diese Werte steht, ja, das ist jetzt anders, der Herrscher davon, der Mars in seinem Aszendenten ist. Das bedeutet, ihm ist wichtig, ja, ihm ist wichtig, dass er sich mit den höheren Werten des Lebens beschäftigt, ja, für gute Werte, für lichtvolle Themen eintritt. Gehen wir wieder zurück zum Mondhoroskop. Dann sehen wir hier, dass eben hier Mars ist ja auch sein Seelenplanet, sein Apakaraka, und auch die Position im neunten Haus drückt dies ja auch nochmals aus. Okay, ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt ein bisschen was aufzeigen, ja, wie toll es ist, vom Mondhoroskop aus eine Deutung zu machen. Und manchmal verändert sich natürlich der Mond innerhalb eines Tages. Da muss man halt ausprobieren, welches Mondhoroskop besser passt. Aber Sie sehen schon, man kann durch die Deutung vom Mond ausgehend, wenn wir das so drehen, dass das Zeichen dann, wo der Mond darin ist, im ersten Haus ist, kann man wirklich viel erkennen und man bekommt Bestätigungen für die Dinge, die man dann auch aus den normalen Aszendenten sieht und kommt zu mehr Bestätigungen. Diese Technik ist besonders interessant für Menschen, die eine ungenaue Geburtsurzeit haben, die sagen, mei, zwischen 4 und 5 oder 5 und 6 oder zwischen 10 und 12 bin ich geboren. Und dann wird man feststellen, dass der Mond sich in der Zeit ja nicht verändert, wenn man die Geburtsurzeit mal beide Extreme eingibt. Dann dreht man doch gleich das Horoskop so, dass man den Mondaszendenten nimmt, weil ein normaler Aszendent kann sich vielleicht verändern. Und so kommt man auch zu guten Deutungen. Wenn man vielleicht gar keine Uhrzeit hat, sondern nur den Tag hat, kann man auch schon mehr über sich, die eigene Lebensausrichtung, den eigenen Lebensweg, ja, die eigene Persönlichkeit herausfinden. Gut, in diesem Sinne, unterhalb des Videos ist ein Link für Sie, wo Sie zu weiteren Videos kommen im Rahmen unseres Weihnachtskalenders. Schauen Sie doch mal vorbei, da gibt es ja schon einiges mittlerweile. Außerdem ist der Weihnachtsmarkt noch immer geöffnet. Es gibt interessante Horoskope, vergünstigten Zugang zur vedischen Astrologieschule, rabattierte Horoskope und vieles mehr. Da ist bestimmt was Interessantes dabei für Sie oder Ihre lieben Angehörigen mit viel Sinn und ja, wertvollen Inhalten. Und so wünsche ich Ihnen da viel Spaß beim Stöbern. Und bis bald wieder die Tage, wenn es ums nächste Türchen geht.
Bis dorthin und viel Spaß beim Analysieren mit dem Mondhoroskop.